Willkommen bei abiweb.de. Wir wollen uns heute der Welt der Alkohole widmen. Was gibt es da alles zu beachten? Im Wesentlichen gibt es drei Punkte, die interessant sind bei Alkoholen, nämlich ihre Wertigkeit, ihre Art und ihre Reaktionen. Und das schauen wir uns jetzt alles mal nacheinander an. Die Wertigkeit klingt immer so hochtrabend, ist aber schlicht und einfach damit gemeint, wie viele OH-Gruppen das Alkoholmolekül trägt. Denn die OH-Gruppe ist charakteristisch für die Alkohole. Und so sehen wir zum Beispiel beim Ethanol einen einwertigen Alkohol, das ist der klassische Alkohol, der auch bei der alkoholischen Gärung entsteht, wohingegen wir hier einen zweiwertigen Alkohol haben, das ist Ethandiol, hat zwei OH-Gruppen, wird zum Beispiel verwendet für Gefrierschutzflüssigkeiten, für den Automotor, für die Kühlung, für ähnliche Sachen. Und es gibt auch dreiwertige Alkohole, zum Beispiel hier den Propantriol. Ich habe das Ol jeweils unterstrichen, weil ähnlich wie bei den Alkanen und bei den Alkinen, auch hier bereits im Namen Alkohol sozusagen, den findet man in den Namen der Substanzen wieder in der Endung. Ja, das war ihre Wertigkeit. Nun geht es um ihre Art. Und da unterscheidet man zwischen primären, sekundären und tertiären Alkoholen. Ich füge noch mal einen weiteren Pfeil ein. Das gehört nämlich dazu. Primäre Alkohole haben wir hier drüben schon gesehen. Das bedeutet schlicht und einfach, dass das Kohlenstoffatom, an dem die OH-Gruppe hängt, also hier wäre es das Kohlenstoffatom, hier wäre es das hier, dass das maximal einen weiteren Kohlenstoffnachbarn hat. Also auch beim Ethanol hätten wir nur einen Nachbarn. Das heißt, Ethanol ist ein primärer Alkohol, Ethandiol ist auch ein primärer Alkohol. Wir sehen aber zum Beispiel hier einen Alkohol, wo eben das Kohlenstoffatom tatsächlich zwei C-Nachbarn hat. Und da das lateinische Wort für zwei Sekundus ist oder sowas in der Richtung, bin ich nicht ganz sicher, tut mir leid, hat das zwei Nachbarn. Und tertiäre Alkohole haben, klar, dann entsprechend drei Nachbarkohlenstoffatome an dem Kohlenstoffatom, an dem die OH-Gruppe hängt. Das heißt, man könnte zum Beispiel beim Propantriol jetzt gar nicht so genau sagen, ist das ein primärer und sekundärer Alkohol, der ist einfach beides. Der hat nämlich hier eine primäre OH-Gruppe, hier auch, und dort eine sekundäre. Ja, und schließlich der letzte Punkt ist noch ihre Reaktion oder ihre Reaktivität. Da ist im Wesentlichen wichtig ihre Oxidierbarkeit und die unterscheidet sich eben stark zwischen den primären, sekundären und tertiären Alkoholen. Die primären Alkohole lassen sich nämlich in zwei Stufen oxidieren, zunächst zum Aldehyd und das dann weiter zur Carbonsäure. Die sekundären werden statt zum Aldehyd zum Keton oxidiert und danach geht es nicht weiter. Kommen wir auch hier so an. No-go. Und die tertiären Alkohole sind sehr träge, das heißt, die können gar nicht weiter oxidiert werden. Und eine ganz wichtige andere Reaktion der Alkohole, die keine Oxidation ist, sondern sogar eine Gleichgewichtsreaktion, wie wir hier sehen, ist die Veresterung. Ganz einfach nach dem Schema Alkohol plus Säure gleich Ester plus Wasser. Das wird an der Stelle chemisches Gleichgewicht nochmal ganz ausführlich behandelt. Ist das klassische Beispiel schlechthin für Gleichgewichtsreaktionen. Würde zum Beispiel auch bedeuten, dass man, wenn man Ester mit Wasser mischt, wieder etwas Alkohol und Säure erhält.